Es ist nicht herrlich, da haben wir über das Geld gesprochen und über den Business Spirit. Und so unterschiedlich die Themen hier sind, so viel Gemeinsamkeit haben sie dann doch wieder in sich, weil die Dinge da immer wieder das Leben betrachten, aber vielleicht eben aus einer anderen Perspektive heraus. Und eine Perspektive scheint in diesen Zeiten noch besonders entscheidend zu sein. Wie geht es eigentlich weiter mit Spirit und mit Geld und mit Finanzen? Und da darf ein Thema nie fehlen, nämlich logischerweise Immobilien. Und der Mann, der jetzt neben mir sitzt, den könnte ich als Immobilienmakler bezeichnen. Und das wäre natürlich auch vollkommen richtig. Aber ich weiß, dass es viel, viel mehr als nur das ist. Er ist Experte darin. Er verhilft Menschen, da und in den Umfeldentscheidungen die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich mag ihn sehr. Er ist ein großartiger Mensch. Herzlich willkommen, Hakan Sitak. Vielen Dank, lieber Hermann. Hakan. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Mensch, ihr seht, das alles so groß. Ihr kriegt jetzt alle, glaube ich, den Preis zum Bestaussehens. Nee, irgendwie. Schön. Du. Hakan, erzähl, du bist Immobilienmakler. Jetzt genau. Könnte ich dich dennoch fragen, was. Ja, wo bist du Immobilienmakler? Fangen wir mal an. Im Großraum Köln, Bonn, Köln. Düsseldorf. Köln. Und seit 30 Jahren ist die Bau- und Immobilienwirtschaft mein Zuhause. Auch Erfahrung als Architekt, Immobilienökonom. Und ich könnte sagen, dass ich ein bisschen was von Immobilien verstehe. Ja, ja, das darf ich dir attestieren, das weiß ich. Also, weil du bist ja seit 30 Jahren extrem erfolgreich unterwegs. Und Köln ist ja auch Ballungszentrum. Genau. Erzähl, wohin entwickelt oder was machst du denn hauptberuflich? Makelst du mehr? Was ist das? Genau, also unser Kerngeschäft ist natürlich das Makeln, Immobilienverkauf. Ja. Vermietung machen wir nicht mehr, weil wir im Verkaufsbereich dann eben auch mehr Gefahrenpotenzial für Immobilieneigentümer zum Beispiel sehen. Wir sind ja auch Brückenbauer und Unterstützer. Also wenn ein Immobilieneigentümer zu uns kommt und seine Immobilie verkaufen möchte, schauen wir, dass der Verkauf so sicher wie möglich, schnell und eben auch mit dem besten Ergebnis für ihn abläuft. Und für den Käufer schauen wir natürlich, beraten wir ihn ehrlich und dass er dann eben auch den Traum sich seiner neuen Traumimmobilie, den neuen Lebensabschnitt dann eben auch erfüllen kann. Und wir sind Brückenbauer zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Und ja, also im Prinzip ist das eines der umfassendsten Berufe, den es überhaupt gibt. Ja, glaube ich gern. Du, und ich denke, die Sehnsucht nach Immobilien ist groß, denn ich habe das Gefühl, also gerade in Corona-Zeiten haben viele gesagt, wenn ich schon mehr oder weniger in Quarantäne eingesperrt bin, dann bitte schön eingesperrt. Ja. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube auch, die Angst um Finanzen und Co. sorgt auch nochmal dafür, vielleicht eben in Betongold zu investieren. Definitiv. Also stand, als Corona gerade begann, war die Frage, wie soll es mit der Immobilienwirtschaft weitergehen überhaupt? Ja. Wird jetzt der Crash kommen? Das war definitiv nicht der Fall. Und vielmehr hat es sogar die Nachfrage nach Immobilien noch mehr gesteigert, weil unsicher war, was passiert mit den Aktienmärkten, was passiert mit Kryptowährungen und sonst dergleichen. Und Sachwerte sind immer ein gutes Investment, so dass die Nachfrage nach Immobilien definitiv zugenommen hat. Und die Preise, glaube ich, auch nach oben. Die Preise natürlich, je größer die Nachfrage, desto mehr und schneller steigen die Preise. Was aber besonders, die Nachfrage besonders zugenommen hat, sind Einfamilienhäuser mit Gärten in Vorortgebieten. Okay. Na, wegen Homeoffice, Wohnen, Homeoffice, Garten etc. Auch so teilweise ein bisschen Flucht aus den Ballungszentren, ein bisschen grüner Wohnen und die Kombination mit zu Hause arbeiten. Okay. Und hast du ein Heck mitgebracht? Gerne. Also wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte, den Traum der eigenen vier Wände erfüllen Und ich möchte, finde, man sollte sich den erfüllen. Auf jeden Fall. So auf jeden Fall. Ja. Man muss natürlich ein paar Punkte da berücksichtigen. Das erste ist, bevor man sich tatsächlich wirklich auf die Suche begibt, man sollte erstmal schauen, was hat man im Portemonnaie. Man sollte mit seiner eigenen Hausbank oder mit einem Finanzierungsberater seines Vertrauens dann eben auch mal eine Budgetrechnung erstellen und gucken, was kann ich mir tatsächlich und locker leisten, ohne Sklave des eigenen Hauses zu werden. Schönes Bild. Und ich glaube, schön rechnen macht man sich viele Häuser, bezahlen muss man sie dann trotzdem noch. Genau. Danke dir von Herzen, Hakan Sitak. Wunderbar. Und wenn du dann so ein schönes Zuhause hast, dann glaube ich, muss man das unheimlich genießen. Und am meisten genießt man, glaube ich, sein Zuhause, wenn man zurückkommt vom Urlaub.